mich kennt, ich bin Maximilian Trainer. Ich will heute mit euch über Drogenpolitik sprechen. Von Haus aus bin ich eigentlich Physiker, aber bereits seit mehr als 10 Jahren im Bereich der Drogenpolitik tätig. Aktuell bin ich Sprecher des Bundesnetzwerks Drogenpolitik bei Bündnis 90 Die Grünen. Ich sitze im Bundesvorstand von Akzept, dem Bundesverband für eine humane Drogenpolitik und akzeptierte Drogenarbeit. Beruflich habe ich den Luxus, auch Drogenpolitik machen zu können. Da arbeite ich für den Deutschen Hanfverband und den Schildower Kreis. Hanfverbandflyer legen auch da vorne aus. Heute Abend wiederum bin ich allerdings als Privatperson hier. Also bitte keiner meiner Aussagen heute Abend irgendwie als Position einer der Organisation verstehen, auch wenn es sicherlich eine große Schnittmenge gibt. Mein Vortrag wird angekündigt mit dem Titel Alle Drogen und Visionen. Ich habe für meine Präsentation nämlich konkretisiert Drogenpolitik, Versuch einer radikalen Kritik. Dazu vielleicht einige Vorbemerkungen. Heute soll es, wie gesagt, um alle Drogen gehen. Ich bin ja nochmal hier am 18.07., da ist der Titel Cannabis und Realpolitik. Damit die Leute, die beide Vorträge besuchen wollen, sich nicht langweilen, habe ich versucht, beide Vorträge möglichst zu trennen, nicht mehr in klein zu halten. Also wer sich für möglichst konkrete Dinge interessiert, wie sieht es denn jetzt aus mit der Cannabis-Legalisierung, was läuft da gerade im Bundestag, welche Positionen haben da die Parteien, der muss dann am 17. nochmal wiederkommen. Heute geht es um die grundsätzlichen Fragen. Cannabis wird zwar da auch erwähnt sein, aber das eher nur als Beispiel und nicht als eigentliches Thema. Versuch einer radikalen Kritik. Was soll das überhaupt bedeuten? Eigentlich ist die Idee einer Drogenpolitik, die auf wissenschaftlicher Evidenz basiert, Menschenrechte achtet, sich im Rahmen des Grundgesetzes bewegt und die Freiheit des Einzelnen soweit sich entscheiden lässt, bis die Freiheit anderer wirklich beeinträchtigt werden. Eigentlich ist das keine radikale Idee. Eine Kriminalisierung müsste eigentlich selbstverständlich sein, wer zu Hause sitzt und einen Joint raucht, dass der von der Polizei gejagt wird. Wozu überhaupt? Und naja, wenn ich legal Schnaps kaufen kann, warum darf ich eigentlich nicht legal Cannabis kaufen? Angesichts der Bilanz der Drogenpolitik, wie wir sie bisher haben, der Drogenverbotspolitik, ist eigentlich das sture Festhalten an dem Drogen sind böse, Drogen sind schlecht, Drogen müssen bekämpft werden, ist das eigentlich die eigentliche radikale Idee und Radikalität eigentlich kaum zu übertreffen. Insbesondere sind auch die Mittel radikal, mit denen das durchgesetzt wird. Wozu machen wir uns denn radikale Gedanken? Praktisch, eine Arbeit beim Deutschen Handverband nützt mir das wenig, aber ich denke, es ist wichtig, sich auch mal grundsätzlichere Gedanken zu machen und auch mal einen Schritt zurückzutreten. Denn mit den Konzepten, mit den Ideen, mit denen man ein Problem erst geschaffen hat, wird man es nicht lösen können, sagte Einstein einmal. Dass eine radikale Drogenpolitik auch nichts Exotisches ist, dass eine alternative Nachdenken über eine Legalisierung nichts ist, was irgendwie nur ein paar Spinner machen, zeigt zum einen der Bericht der Global Commission on Drug Policy, der letztes Jahr veröffentlicht wurde, wo unzählige südamerikanische Staatschefs vertreten sind, mehrere europäische und auch Leute wie der ehemalige UN-Generalsekretär Kofi Annan. Ihr Bericht sagte ganz eindeutig, Schluss mit Kriminalität in einer Politik, die Gesundheit und Menschenrechte im Blick hat und die auf Wissenschaft anstelle von Ideologie beruht. Und was auch zeigt, dass das kein radikales Thema ist, was keine Exoten nur beschäftigt, hat hier mal einige Überschriften präsentiert. Die Zeitungen in den letzten Wochen und Monaten sind voll von Artikeln, die ganz klar sagen, wir brauchen eine andere Drogenpolitik. Ganz oben, das fand ich besonders bemerkenswert, die FAZ, die zweitgrößte Tageszeitung und vermutlich wirkmächtigste konservative Zeitung in Deutschland, Titel Legalität als Ausweg, machen wir den Frieden mit den Drogen, beendet mit den Worten, es ist höchste Zeit, etwas zu tun, gegen die Drogen, gegen die Verbrecher, damit die Milliarden, also die damit Milliarden verdienen, Entkriminalisierung wäre nur der erste Schritt, schreibt die größte konservative Tageszeitung in Deutschland.
Ebenfalls bemerkenswert ist ein Kommentar, wie geleistet in der E plus Z, Entwicklung plus Zusammenarbeit. Bemerkenswert deswegen, weil diese Zeitung vom Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung finanziert wird. Der Spiegel, so schreibt die Kolumnistin Berg, Drogenpolitik bleibt schon ist mir egal. Was spricht eigentlich gegen den freien Verkauf von Drogen? Wenig. Und selbstverständliche Kritik, das ist in der Unterseite Drogen, legalisiert klingt nur gut, selbst dort, wenn diese Kritik dort an der Legalisierung ist, eine sehr relative, denn sie warten nur vor Heilsversprechungen. Sie sagten nur, naja, auch wenn wir Drogen legalisieren, werden wir nicht sofort Frieden in Mexiko haben, weil die Kartelle natürlich längst ein differenziertes Auftreten haben. Aber trotzdem endet er mit Bonn, denn Drogenkonsum zu legalisieren mag sinnvoll sein. Denn die Stoffspirale der Gewalt mag das allein nicht stoppen. Dem kann ich mich vollkommen anschließen. Eigentlich wollte ich heute keine Sachen bringen, die ich beim nächsten Mal auch nochmal erzählen werde. Ein paar Vorbemerkungen müssen wir glaube ich doch sein, damit wir wissen, über was wir heute Abend sprechen. Der erste Punkt ist die Frage, was ist denn überhaupt eine Droge? Über Drogen könnte ich sprechen. Sollten wir auch darüber gesprochen haben. Betäubungsmittel, Rauschgift, manchmal unterscheiden zwischen natürlichen Drogen, chemischen Drogen, harte Drogen, weiche Drogen und was ist eigentlich mit Koffein und irgendwie auch eine Droge. Wenn ich heute Abend von Drogen spreche, meine ich damit ganz allgemein psychotrope Substanzen im nicht-medizinischen Einsatz, also alles, was mein Geist irgendwie zu modifizieren vermag. Der ganze medizinische Bereich ist auf meiner eigenen Baustelle. Da gibt es zwar auch viele Einsatzbereiche für legale, aber auch illegale Drogen, aber darum geht das heute Abend nicht. Wenn man dann unbedingt das Bedürfnis hat, Drogen zu klassifizieren, dann ist natürlich und chemisch und das harte Bereich ein ziemlich schlechtes Schema. Auch ein bisschen so Schwarz-Weiß-Denken, ne? Gute Drogen, schlechte Drogen. Die Gesellschaft sagt, die legalen Drogen sind gut, die illegalen sind böse. Die anderen sagen, die weichen Drogen sind gut, die harten sind böse. Andere sagen, Naturdrogen sind toll, die Chemie ist böse. Wenn man den Versuch machen möchte, wirklich so objektiv zu erfassen, wie gefährlich Drogen sind, dann sollte man das machen, wie Kollege David Nutt, ehemaliger oberster Drogenberater der britischen Regierung, der hat sich überlegt, okay, entwickeln wir eine Skala, ein Maß dafür, wie gefährlich Drogen sind. Ich nehme da unterschiedliche Kriterien mit rein. Also auf der einen Seite, wie groß sind die Schäden, die Droge akut errichten kann, wie groß sind die Schäden, wenn ich Drogen regelmäßig nehme, kann ich mich damit überdosieren, habe ich eine körperliche Abhängigkeit, eine geistliche, welche Verhaltensweisen zeigen Leute, die zum Beispiel aktiv berauscht sind. Ich habe ja zum Beispiel vom Alkohol, das ist nicht unbedingt immer ein Friedensstifter. Und da genug dieser Faktoren allerdings nicht pharmakologisch klar messbar sind, also da kann ich nicht, ich bin ja ein Physiker, bei genug Dingen, da kann ich ein Messinstrument basteln, das lege ich dann an und dann kann ich das relativ genau messen. Das ist bei diesen Punkten nicht so möglich, deswegen hat er eine Methode verwandt, die generell in der Wissenschaft verwendet wird, weil es aus einem unklaren Denken ist, die Delphi-Methode. In dem Strich ist das einfach eine Expertenbefragung, also er hat also zwei unterschiedliche Gruppen an Experten befragt. Also das eine waren an einer Universität, Leute, die irgendwas mit Drogen im Tätigkeitsfeld haben, sei es Psychologen, Pharmakologen, Sozialforscher, alles querbeet. Und auf der anderen Seite hat er Großbritannien-weit Leute befragt, die in diesem Bereich tätig sind. Das sind natürlich alles für sich genommen subjektive Aussagen, die da getroffen wurden. Auf der anderen Seite ist diese Skala das Objektivste, was die Wissenschaft dazu bieten hat. Und natürlich, immer bei Personen ist auch verbesserungswürdig und möglich. Es gibt auch noch eine zweite Studie, die er rausgegeben hat. Da hatte er dann nicht 9 Parameter, sondern ich glaube 16. Alles nochmal weiter ausdifferenziert. Sehr spannend zu lesen. Ich empfehle jedem, sich die Studien anbringen, anzuschauen. Wenn man dann die Sache ganz stark vereinfacht und einfach, also die Leute haben dann die Möglichkeit, gewisse Punkte zu verteilen, wenn man diese Punkte einfach mal zusammenaddiert und ermittelt und ein Ranking erstellt, dann kommt dieses Ranking bei raus. Am Anfang Heroin, Kokain, Barbiturate, das sind so klassische Schlafmittel, die eigentlich nicht mehr so im Einsatz sind. 8 unterschiedliche Drogen aufgeführt. Was fällt auf? 2 Dinge. Zum einen die legalen Drogen, Alkohol und Tabak, sind auf Platz 5 und 9. Also damit in der Spitze, bzw. im Mittelfeld
der Gefährlichkeit der Substanzen. In der aktuellsten Studie von Belgrad hat das Alkohol sogar auf Platz 1 geschafft. Vor Heroin, vor Kokain. Bei den Menschen, die dort gefragt haben, waren immer, das ist die Droge, die meisten Probleme verursacht, der Alkohol. Was auch, wenn man die Statements von unterschiedlichen Organisationen in dem Bereich anhört, auch jedes Mal ganz klar betont wird. Dieses Jahr Forschung, das Jahr Buch Versucht, der Deutschen Abstände Versucht fragen. Legale Drogen nicht verharmlosen, das sind die Hauptprobleme. Sie rufen es in den Wald, die Politiker kümmern sich dann um irgendwelche vermeintlichen Co-Angriffe. Der zweite Satz, den ich persönlich relativ spannend finde, ist, dass die Substanzen gerade in so einem bisschen Mittelfeld und weiter hinten relativ dicht beieinander liegen und sich gar nicht so weit unterscheiden. Also wenn man, sagen wir mal, alles auf Platz 6 auf dem Ketamin nimmt, dass die nächsten paar Plätze sind doch relativ ähnlich und dann alles ab Platz 11 kann es. So viel Unterschied ist da eigentlich gar nicht. Was noch eine andere Betrachtungsweise ist, die ganz aufschlussreich aufschlussgebend ist, ist, ich habe den Nebenbereich mal farblich eingeblendet, den rechtlichen Status der einzelnen Substanzen. Schwarz sind Substanzen, die verboten sind. Grau sind Substanzen, die eher als Medikament eingesetzt werden und deswegen so heilfrei zugänglich sind. Und grün sind Substanzen, die jeder mal kaufen kann, Waffen, ein bisschen Jugendschutz abgesehen. Man erkennt das Muster, es gibt keins. Die Einteilung von legalen und illegalen Drogen ist derzeit, wenn man diesen objektiven Maßstab anlegt, vollkommen willkürlich. Das nur so als eine erste Vorbemerkung. Ein zweiter Punkt ist, den werde ich auch mal beim zweiten Vortrag kurz bringen, ist die Fragestellung, was sollte Drogenpolitik eigentlich leisten? Was kann sie leisten? Sie sollte eigentlich auf Grundlage unserer Verfassung, Grundlage der Menschenrechte versuchen, die Probleme, die sie mit und Drogen zu mindern oder selbst neue Probleme zu schaffen. Das ist jetzt ein sehr bescheidener Anspruch, denn ich werde niemandem versprechen können, ein Rezept dafür zu haben, alle Drogenprobleme zu lösen. Das Rezept hat vermutlich niemand, zumindest wenn man die Leute ernst nimmt, weil nicht ernst nehmen kann man zum Beispiel die Scientology oder die CSU, die erzählen einem dann das von einer drogenfreien Gesellschaft. In einer drogenfreien Gesellschaft soll es dann auch keine Drogenprobleme mehr geben. Allerdings ist das dann eher eine ziemliche Wahnvorstellung, als etwas, was gegen die Realität werden könnte. Wie sollte eine humane oder rationale Drogenpolitik denn aussehen? Naja, eigentlich sollte sie doch Menschen in die Lage versetzen, vernünftig mit Drogen umzugehen, sie nicht zu bevorzugen. Und eine solche Drogenpolitik sollte auch, sei es durch Prävention, durch Therapie, durch Überlebenshilfe, auf jeden Fall die Gesundheit des Menschen in klaren Vordergrund gehen, vor der Depression. Dazu bringe ich gleich ein Beispiel. Sie sollte nicht staatliche Ressourcen in enormen Umfang in Strafverfolgung investieren, damit gewaltige Mengen Beschaffungskriminalität provozieren. Also schätzungsweise geht mindestens 10% der gesamten Kriminalität dessen, was also in der polizeilichen Kriminalstatistik auftaucht, auf Konsumenten direkt und indirekt zurück. Also nicht irgendwie große Fischer, der Boden, irgendwelche Dealer, allen Menschen, die entweder dafür gejagt werden, also Drogen konsumieren, oder Leute, die abhängig sind und deswegen straffällig werden und damit leider auch einen ziemlichen gesellschaftlichen Schaden anrichten. Was könnte man tun mit den Mitteln, die wir derzeit in Strafverfolgung investieren? Man könnte sie natürlich in mehr Drogenhilfe stecken oder allgemein mehr Drogenhilfe, mehr Prävention. Das sind dann auch alle Politiker erstmal dafür. Ja. Machen wir was im Sonntagsreden? Sind wir dafür? Mehr Prävention und so. Natürlich kann Drogenprävention helfen. Natürlich kann Drogenhilfe helfen. Die Wissenschaft weiß sehr gut auch, was geeignete Mittel sind, die Fachleute. Aber solange wir das alles in einem repressiven Rahmen stattfindet, solange die Drogen weiterhin verboten sind, solange wie hier nebenan in Mainz plötzlich eine Drogenberatungsstelle von der Hunderterschaft Polizisten gestürmt wird, weil da angeblich Drogen gesichtet worden sei. Diese Leute beraten den ganzen Tag Menschen, die schwer abhängig sind. Natürlich sind da auch gelegentlich mal Drogen. Aber was hat denn der Polizeieinsatz gebracht? Niemand irgendetwas. Und so werden auch sinnvolle Maßnahmen, Hilfsmaßnahmen durch den repressiven Rahmen gerade wieder kaputt gemacht. Ein letztes Beispiel noch zum Thema Vorrang der Repression. Ein Musterbeispiel dafür ist die Drogenhilfe im Strafvollzug. Im aktuellen Jahr der Sucht, der Deutschen Hauptstadt für Suchtfragen, wurde das Thema behandelt unter der Überschrift, was die außerehelichen Besucher besser nicht zu erklären versuchen. Das ist
sagen, warum schreibt ihr das unter so einer Überschrift? Weil in diesem Bereich, obwohl jeder Mensch weiß, dass es natürlich in Gefängnissen auch Drogen gibt, mit der Wahnvorstellung, Gefängnisse müssen drogenfrei gehalten werden, die Gesundheit der Gefangenen vollkommen irrelevant ist. Da das Thema zusätzlich noch schrecklich unpopulär ist, welcher Politiker interessiert sich schon für drogenabhängige Strafgefangene, das ist dann noch eine verschwindende Minderheit, kümmert sich niemand um das Thema. Deswegen ist die Gesundheitsversorgung gerade bei Abhängigen hinter Gittern katastrophal. Der Chef der Deutschen Kommission für Suchtfragen hat das mit Radverletzung umschrieben, was der Staat sich derzeit dort leistet. Also in seiner Institution, wo er die Fürsorge für sich ganz allein hat. Substitutionsbehandlung mit Methadon ist in der Freiheit ein ganz normales Angebot, was im Leistungskatalog der Krankenkassen ist. Im Gefängnis, gerade in der Dauersubstitution, wird in einem Gefängnis in ganz Deutschland angeboten. In Bayern gar keine Substitution. Die einzige, die in Bayern mal Substitution bekommt, sind schwangere Frauen zur Entwöhnung, weil wenn man sich der Gedanken macht, muss er das Kind schützen, wunderbar, aber dann werden die Leute trockengelegt und eine Behandlung, die sie in Freiheit bekämen, wird ihnen im Gefängnis vorenthalten. Was auch zum Effekt hat, dass beispielsweise nach Haftentlassung die Sterblichkeitsraten um ein Hundertfaches gesteigert sind, weil die Leute einfach komplett trockengelegt wurden, dann ihre alte Dosis konsumieren und das ist dann natürlich zu viel, wenn sich die Toleranz zurückentwickelt hat. Saubere Spritzen in Gefängnissen. Fehlanzeige. Es gab Justizsenatoren, die persönlich die Spritzenautomaten wieder abgehängt haben aus ihren Gefängnissen, weil ihr Gefängnis ist natürlich drogenfrei. Selbstverständlich. Hier muss man ganz klar sagen, da wäre ein angesagtes Zuständigkeit ins Gesundheitsministerium gehört, nicht ins Justizministerium. Aber auch hier sind wir noch weiter dran. Dass es auch anders geht, ohne dass gleich die Welt untergeht, sei das Beispiel in Portugal. Die haben vor mehr als 10 Jahren recht konsequent entkriminalisiert. Dort lautet der Grundsatz, wenn jemand Drogen konsumiert, dann hat er entweder ein Problem, dann braucht er Hilfe. Oder er hat kein Problem, dann braucht er auch keine Hilfe. Polizei und Strafrecht braucht keiner von ihnen. Der Erfolg dieser Politik zeichnet sich beispielsweise in einer rapid gesunkenen Rate an HIV-Neuinfektionen aus. Der Konsum ist dadurch nicht beeinflusst worden. Die Drogenpolitik heute, ich habe den Anspruch genannt, Probleme mindern, die Drogenpolitik, die auch erst in der Repression Abstinenz hat, ist sie in der Lage, Probleme zu mindern? Nein, ist sie in der Lage, ihren eigenen Anspruch gerecht zu werden, Angebot und Nachfrage zu beeinflussen? Nein, ist es nicht. Es gibt keinen empirisch belegbaren Zusammenhang zwischen der Drogenpolitik, zwischen der Härte der Repression in einem Land und den Konsumentenquoten. Kein Mensch hat ihn bisher gefunden, es liegt mehr als genug Daten vor, man hätte doch immer mal was finden müssen. Nein, man kann europaweit anschauen, es gibt Länder mit einer harten Drogenpolitik, einen hohen Konsum, harte Drogenpolitik, niedriger Konsum, weiche Drogenpolitik, hoher Konsum, niedriger Konsum, es gibt keinen Zusammenhang. Es darf zu lesen, auch auf der Homepage der Europäischen Beobachtungsstelle für Drogen und Drogensucht, also der EU-Behörde, die sich über viele Jahre die Entwicklung angeschaut hat und gesagt hat, egal was die Länder gemacht haben, Konsumquoten wurden davon nicht beeinflusst. Zumindest nicht eindeutig in eine Richtung. Natürlich ist der Konsum mal gestiegen, mal gesunken, aber es gibt keine Korrelation. Allerdings ist die Drogenpolitik heute nicht allein nur gescheitert und enorm teuer, sie ist zudem auch enorm schädlich. Sie führt zu unbeabsichtigten Nebenwirkungen, die ich gleich präsentieren werde. Zwei Vorbemerkungen auch noch. Für die Frage, ob Repression und Abstinenz die richtige Drogenpolitik sind, ist die Gefährlichkeit einzelner Substanzen vollkommen irrelevant. Weil auch hier werde ich wieder Raphael Jaffmann, Geschäftsführer der Deutschen Kommission für Suchtfragen, zitieren. Er wurde gefragt Anfang des Jahres beim Bundestag in einer Anhörung zur Frage, wie gefährlich ist Cannabis? Anlass war der Antrag der Linken für eine teilweise Legalisierung von Cannabis zum Eigenanbau. Die SPD hat dann plötzlich über die Gefährlichkeit von Cannabis diskutiert worden, genau wie sich jeder gemacht. Es ist vollkommen irrelevant, hat der Gastmann gefragt. Ist Cannabis gefährlich? Hat er gesagt, ja, natürlich gibt es Menschen, die Probleme mit Cannabis haben. Klar.
je jünger sie sind, je häufiger sie konsumieren, desto mehr Probleme gibt es. Vollkommen klar. Aber das ist nicht die entscheidende Frage für in Deutschland, habe ich schon versucht zu fragen, das ist der Dachverband der Drogenhilfe in Deutschland, sondern für ihn ist die entscheidende Frage, bringt das Gesetz, das Drogengesetz in Deutschland irgendetwas jemandem, der ein Problem hat? Und dazu hat er gesagt, nein, das Verbot bringt niemandem etwas. Wir müssen auch hier nicht über die Gefährlichkeit von einzelnen Substanzen diskutieren, was Cannabis angeht, wenn wir das in einem Monat gerne machen. Aber auch hier ist klar, dass so Sachen wie, was geistert durch die Medien, der vermeintlich gestiegene THC-Gehalt von Cannabis. Man kann natürlich darüber diskutieren, ob der jetzt gestiegen ist oder nicht, das ist ja unterschiedliche Meinung. Aber, dass der THC-Gehalt, der Wirkstoffgehalt in Cannabis unkontrolliert ist, dass er schwankt, ist doch eine Folge des Verbotes. Und eine Folge des Verbotes kann kaum eine Begründung des Verbotes sein. Also, normal, die gefährliche Substanz ist, entscheidet nicht, ob Revisionen oder Verbote sinnvoll sind. Natürlich gibt es genug Menschen, die Probleme mit Drogen haben, aber diese Frage ist hier irrelevant. Auch Abstinenz kann jeder gerne für sich betreiben. Will hier noch niemand auffordern, irgendwie Drogen zu nehmen? Sofort und klar, ob ihr Drogen mögt oder die hasst, ob ihr sie nehmt oder nicht nehmt. Oder ob euch Drogen vollkommen egal sind. Das Problem ist, dass ihr heute mit Politik Abstinenz der gesamten Gesellschaft verordnen möchte. Und das ist, Zitat Goethe Ammet, die Zielvorstellung, Abstinenz, die gesamte Gesellschaft, ist der Ausdruck einer totalitären Fantasie. Und so muss man Drogenpolitik, wie sie heute betrieben wird, weiter einordnen. Deswegen sind wir aus der realen Politik und einer Kritik. Wenn wir eine Kritik nehmen, dann können wir diese naive, sachliche Definition, was Drogenpolitik soll, einfach wegschmeißen. Man muss ganz praktisch schauen, was ist die Bedeutung von Drogen. Drogen sind Genussmittel für viele Menschen, wenn sie mäßig und kontinuierlich eingesetzt werden. Drogen sind auch ein medizinisches Hilfsmittel zur Bewältigung von psychischen Problemen. Drogen sind auch Betäubungsmittel zur Linderung von körperlichen, aber auch aus sehnlicher Schmerzen. Drogen können natürlich auch Suchtmittel sein, wenn man sie außer Kontrolle gerät. Aber Drogen sind auch das Zahlungsmittel der organisierten Kriminalität. Drogen sind auch, Drogenpolitik ist auch ein Mittel zur Durchsetzung von autoritärer Ort- und Ordnungsstrategien. Kommen wir, wenn wir eine Kritik üben, dann sollte sich jeder bewusst sein, wenn man sich mal ein bisschen mit Drogenpolitik beschäftigt hat, Kiffen dürfen allein reichen. Einfach nur so isolieren, Imagewechsel vom Cannabis. Naja, das ist dann, stehen wir jetzt irgendwie auf die Seite der guten Drogen, dann haben wir auch einfach weiterhin das gleiche dumme, duale Denken zwischen harten und weichen Drogen, nur dass dann Cannabis plötzlich irgendwie eine weiche Droge ist und dann akzeptiert und wir spielen dann nur mit Cannabiskonsumenten wegen Heroinsüchtiger aus. Wenn wir uns echte Drogenprobleme anschauen, die echten Dinge die passieren in dieser Welt, dann muss man sagen, in Deutschland kiffen zu dürfen, ändert nichts am drogenpolitischen Alltag in Mexiko, wo seit 2005 50.000 Menschen in einem innerstaatlichen Krieg getötet wurden. Ebenso bedenken Sie dann Aussagen wie, ich brauche nur mein Hand, verbiete doch lieber Alkohol, der tötet jährlich die Tausende. Ein wunderschönes Bild unserer Schwesterorganisation in den USA zum Thema Alkoholverbote. Remember Prohibition, it doesn't work. Also Drogenverbote sind immer scheiße, egal welche Droge betroffen ist, welche Konsumenten betroffen sind. Auch, muss man sagen, natürlich ist derzeit für Cannabiskonsumenten die Strafverfolgung die schlimmste Nebenwirkung. Zweifelsfrei. Das reden wir als deutsche Anwaltskammer tagtäglich. Aber wenn man Drogenpolitik mit dem Anspruch betreibt, neben Probleme anzupacken, muss man eins klar sagen, dann sind die Probleme des Kiffers auf individueller Ebene relativ gering. Weil ein Heroin-Konsument stirbt im Zweifelsfall aufgrund der Repression. Deswegen, das Ziel, also wie sie teilweise, deswegen jetzt nochmal zu einer Kritik, die vielleicht auch ein bisschen polemisch geht, also das Ziel des deutschen Kiffers, endlich sein Recht auf Rausch- und Cannabis-Steuer zahlen zu haben, geht leider am Kern des Problems vorbei. Warum ich das anführe, ist nicht nur, weil das Drogenpolitik oder das
dann wird es relevant. Es ist auch cannabispolitisch durchaus relevant, weil wenn man sich mal anschaut, mit was Cannabis heute mit argumentiert, wie zum Beispiel mit, oh, eine Cannabis-Steuer würde so viel bringen, oder, wie schon gesagt, Alkohol und Tabak sind so viel gefährlicher, dann muss man klar sagen, das sind nicht die Argumente, das sind vielleicht für euch die Argumente, warum Cannabis legal sein soll. Aber das sind wohl nicht die Argumente, die die Gegner an der Legalisierung haben, warum es verboten sein soll. Denn, wenn man mal eine Umfrage, das wurde bei Umfrage durchgeführt, sie haben angegeben, dass sie die Legalisierung von Cannabis ablehnen. Was sind die Gründe für ihre Ablehnung? Platz 1, Cannabis ist eine Einstiegsdroge. Und jeder, der für eine Legalisierung ist, nur noch drüber schmunzelt, also der hat Mythos auch schon längst gelacht, das interessiert mich den. Der interessiert die Leute, die gegen eine Legalisierung sind. Deswegen muss es auch die Leute interessieren, die für eine Legalisierung sind. Und, dann, und wenn jemand davon überzeugt ist, dass Cannabis eine Einstiegsdroge ist, und hier kommt die dann damit an, aber ich will doch so viel Steuern zahlen, der lacht doch schon aus. Auf die Argumente der Gegner muss man eingehen, damit man was erreichen kann. Nochmal zum großen Bild zur globalen Bilanz. Wenn ich an Drogenpolitik denke, dann denke ich an Afghanistan. Da denke ich daran, dass dort jedes Jahr 3 Milliarden US-Dollar Profit gemacht wird mit dem Drogenhandel. Wenn die Kassen bis total waren, von Warlords und von korrupten Beamten. Da denke ich daran, dass da inzwischen ein Achtel der Bevölkerung in dieser Branche arbeitet. In einem Land in einer relativ hohen Arbeitslosigkeit. Dass ein Drittel der Wirtschaftsleistung mit Opium- und Heroinhandel betrieben wird. Es gibt deutsche Politiker, die reden über den Afghanistan-Konflikt und nehmen das Wort Opium nicht in den Mund. Wenn man sich anschaut, welche Bedeutung Opium in diesem Land hat, das wäre so, wie wenn ich versuchen würde, den Irakkrieg zu verstehen, ohne das Wort Erdöl in den Mund zu nehmen. Das ist vollkommen absurd. Wir können auch in Amerika schauen, wo jahrzehntelang der Bürgerkrieg herrscht. Wir haben in Brasilien, in den Slums, alle Jahre wieder in der Zeitung, dass da das Militär einrückt in die Slums. Da kommt ein Panzer vor mit Hubschrauberunterstützung, damit sie wieder ein bisschen Richtung Ordnung schaffen können. Direkt vor der Tür der Hauptstadt muss das Militär eingesetzt werden, damit der Staat noch irgendeine Möglichkeit hat, das durchzusetzen. Wir haben in Russland jetzt 100.000 Drogentote pro Jahr. Im Vergleich dazu sind unsere Drogenprobleme in Deutschland Larifari. Auch die Probleme der Konsumenten sind hier Larifari. Denn dann muss ich den Polizisten möchte ich mit Drogen begegnen. Außer ich habe eine Flagge dabei. Ich denke an Mexiko, ich habe schon erwähnt. 50.000 Tote in den letzten Jahren, wo sie da stehen. Seit 2006. Wir haben inzwischen in Mexiko einen vollkommen fragmentierten Staat. In genug Gegenden dort ist der Staat nicht mehr präsent, beziehungsweise kann sich nicht mehr durchsetzen. Das sind so eingeschränkter Staatlichkeit, das sind Begriffe, die ich sonst für den Irak verwende oder für Afghanistan. Da werden Drogen und Waffen auf der offenen Straße angeboten in genug Bezirken, bis auf ein paar abgeschirmte Zonen, wo die Touristen reinkommen. Dieser Staat ist fragmentiert, wie ich persönlich vertrete die These, Mexiko ist inzwischen ein Failed State. Den Staat Mexiko gibt es als solchen nicht mehr, weil er kaum noch Möglichkeiten hat, wirklich sich durchzusetzen. 2/3 der legalen Wirtschaft sind inzwischen durch die Kartelle unterwandert. Die Politik entsprechend auch. Ich habe gerade heute einen Artikel gelesen, Mexiko ist gerade Wahlkampf. Das Thema Drogenkrieg spielt da keine Rolle. Ja, warum spielt es denn keine Rolle? Weil jeder Politiker Angst hat, dass er Schichten übergreifen, wie von ihm gestanden wird, von Tod und Brücke gehängt wird, wenn er das Thema entsprechend anspricht. Noch ein anderer Punkt, wegen dem Stichwort der Gefängnisse. In Großbritannien hat der Studie ergeben, dass jeder 8. Gefangene in einem Gefängnis, während er dort inhaftiert ist, ein Drogenproblem erst entwickelt. Was sind denn das für Einrichtungen, wo wir Menschen hinschicken, wo 13% danach drogenabhängig sind? Auch mal gleich ein Drogenkrieg. So ein Krieg wird ein schweres Gerät. Das ist ein U-Boot, das gebaut wurde von den Kartellen, um Drogen in den USA zu schmuggeln. Weil regelmäßig, bei Spiegel Online alle paar Tage, irgendwie so mit kleinen Notiz, die du dann berichtet immer wieder, Ereignis, Kontext wird nicht hergestellt, vielleicht auch mal die Zusammensuche. Aber dass wir hier es mit einer massiven Aufrüstung zu tun haben, dass hier die Kartelle inzwischen das Militär angreift, dass die Polizei angegriffen wird, dass in manchen Gebieten von Mexiko irgendwann mal die Kartelle hergegangen sind, ihre sich ihre Waffen geschnappt haben und einfach jeden Polizisten, den sie gefunden haben, abgeknallt haben, dass sie den Panzer vor
dass in dem Land von Rio de Janeiro Hubschrauber abgeschossen wurden mit Bodenluftraketen. Das steckt hinter dem Begriff eines Krieges. Und den haben die Mexikaner, wenn wir die Sache jetzt mal wieder ein bisschen auf Deutschland unterbrechen, mal Zahlen, damit man mal eine Vorstellung hat, was denn jeden Jahr, jeden Tag in Deutschland passiert. Also Jahreszahlen sind immer ein bisschen abstrakt, ich habe das mal auf den Tag runtergebrochen. Beispielsweise werden jeden Tag 270 Konsumenten von Cannabis in Deutschland bekommen eine Strafanzeige. Konsumenten nicht irgendwie die Dealer sonst, oder sonst wer. Nein, Leute, die einfach nur gelegentlich die Tüte zusammen zu Hause rauchen und irgendwie von der Polizei gesperrt. Jedes Jahr, bei jedem Tag, werden 68 Jahre Haft verhängt wegen Betäubungsmitteldelikten. 68 Jahre, das ist fast ein Menschenleben. Wir geben täglich Millionen aus für die Cannabis-Revolution. Und obwohl wir beispielsweise 10 Millionen ausgeben für die Drogenrevolution, jeden Tag macht der Drogenhandel weltweit einen Umsatz von über 1 Milliarde pro Tag. Dann merkt man mal, dass selbst die Repression, die wir betreiben, im Vergleich zu den Geldern, die hier im Umlauf sind, Peanuts sind. Dann, wir haben 3 Hinrichtungen pro Tag. Also Menschen, die von einem Gericht verurteilt wurden wegen Drogendelikten. Das ist die größte Einzelstraftatsblock im Bereich der Todesstrafe, sind Drogendelikte. Obwohl selbst die internationale Konvention die Todesstrafe nicht explizit verbieten, aber sie sind einschränkend, wo auch genug Strafen, also fast alle Strafen unterzeichnet haben. Selbst die sagen explizit, wenn ihr die Todesstrafe schon anwendet, dann bei Kapitalverbrechen, wenn jemand jemanden umgebracht hat, bei Terror. Hier, also in manchen Ländern in Asien reicht es aus, eine gewisse Mindestmenge Drogen dabei zu haben, die Todesstrafe muss verhängt werden. Und, was da noch ist, jeden Tag fordert der mexikanische Drogenkrieg 33 weitere Todesopfer. Getötet vermutlich, nicht nur weder mit einer Waffe aus den USA oder mit einer Waffe aus Deutschland. Heckler und Koch, ganz weit vorne mit dabei. Der Tod ist dann meist aus Oberland. Da war eine Frage. Achso, die Frage hat sich direkt eigentlich auch zum Beispiel auf Heckler und Koch bezogen, um in die Richtung zu gehen, wie viel geht von diesen 1,1 Milliarden Dollar Umsatz jetzt an eben Rüstungsunternehmen? Gut, dann kann man schwer sagen, aber sind wir günstig zu haben. So viel Geld muss ich nicht ausgeben, aber es ist schon richtig, es fließen auch davon Gelder an deutsche Rüstungsunternehmen. Jahrelang flossen diese Gelder auch an deutsche Chemiekonzerne, weil um Drogen weiter zu verarbeiten, brauche ich auch Chemikalien. Das ist inzwischen ein bisschen eingeschränkt, aber auch einfach nur, weil sie vermutlich ihre chemische Fabrik jetzt einfach in Jahren aufgemacht haben, wo es dann keine Kunststoffüberwachung gibt. Also auch deutsche Unternehmen können hier fleißig mit. Um mal von den Zahlen herzukommen, um mal konkrete Beispiele zu nennen, mal ein bisschen Bilanz, was Deutschland angeht, was die Repression so anrichtet. Wir haben dann zum Beispiel so nette Phänomene wie Aftershow an der bayerischen Grenze. Ein Mensch fährt über die tschechische Grenze nach Bayern rein, von der Polizei angehalten, der Polizeivertreter hat das entnommen, wird dann erst das Auto gesucht, Erde gesucht, danach hat langsam seine Kooperationsbereitschaft sich eingestellt, hat er Zeitungsartikel bemängelt und Polizeibericht übernommen. Daraufhin durfte er sich nochmal komplett nackt ausziehen. Nachdem sie immer noch nichts gefunden haben, noch Arzt dazu gerufen und nochmal ein bisschen tiefer in die Stadt zu kommen. Da haben sie dann irgendwie einen Gramm Speed gefunden. Also eine Menge, die ganz klar eigen da ist. Deswegen wird der Mensch von der Polizei angehalten, sein Auto auseinandergenommen, er zieht sich aus und bekommt einen Finger in seine Körperhaltung gesteckt. Wegen dem Gramm Speed. Deswegen sage ich, das ist eigentlich radikal. Wir haben im Hessen den Fall, Hitze ins Gefängnis gibt es nicht mehr. Warum? Da könnten Drogen drin sein. Personal zu kontrollieren haben wir nicht, deswegen gibt es keine Geschenke mehr. Neue Ulm, Jahreswechsel. Eine Hundertschaft der Polizei stürmt eine Diskothek. Denn alle, die da drin sind, sind da ebenso viele Personen wie Polizisten. Werden körperlich untersucht. Also, da einmal nackig machen. Gefunden wurden ein paar Gramm Drogen. Der Polizeisprecher im Motor, es war uns schon klar, dass wir da keine Dealer nicht, aber wir wollten den Konsumenten mal klar machen, dass sie keinen rechtsfreien Raum nehmen. Wir haben in der Nähe von Berlin
wurde Verdacht, dass der Sohnemann eventuell Drogen haben könnte, und der Verdacht bestand, dass er vielleicht eine Waffe haben könnte. Dann fehlt es das SEK, hat die Bude der Eltern auseinandergenommen, der schon etwas betagte Hund der Familie ist, dass das SEK eingeschüttet und aufgestanden, wurde total erschossen, weil der Robocop vor der Kampfkontrolle, wo stark Angst vor diesem betagten Hund hatte. Wir haben immer mehr Bereiche, wo ein wichtiger Vorbehalt bezüglich Untersuchung nicht durchgesetzt wird. Oder die Polizei macht Prävention mit dem Satz, also wenn man Überschrift ursprünglich ein einziger Schock kann dein ganzes Leben verbauen. Das war die Überschrift. Die eigentliche Aussage des Polizisten war, ein einziger Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz kann dein Leben verbauen. Weil wenn du zur Polizei gehst, oder wenn du irgendwie Jura studierst und öffentlich Dienst bist, wenn du Medizin studieren willst und du hast einen Eintrag, sagst du den Eintrag wegen Betäubungsmittel, dann war's das. Nicht, weil der Joint sich hier irgendwie geschadet hat, sondern weil du gegen das Gesetz verstoßen hast. Also ein Gesetz sorgt dafür, dass diese Leute in der Zukunft verbaut werden. Was auch noch durchaus spannend ist, also diese ganzen Zahlen, das ist ganz spannend, es gibt ja in Deutschland jedes Jahr den Drogen- und Suchtbericht. Persönlich sage ich ihn immer als den zweiten Teil des Drogensuchtberichts. Der erste Teil des Drogensuchtberichtes wird üblicherweise ein paar Wochen vorher veröffentlicht. Das ist die polizeiliche Kriminalstatistik. Da wird dann die nackten Zahlen aufgeführt. Da ist dann so ganz versteckt die Konsumentenkriminalisierung unter allgemeine Delikte versus sonstige Delikte. Wenn man den Drogensuchtbericht, also die Drogenverlagen auflegt, da taucht das Wort Depression nicht auf. Das taucht ein einziges Mal auf im Kontext von, wir stellen unsere Drogenpolitik bei den Landes vor. Das ist halt eigentlich das Wort. Ansonsten taucht das Wort Depression da nicht auf. Das Wort Verbot taucht den ganzen Drogen- und Suchtbericht auf im Kontext von Alkohol, von Tabak, von Glücksspiel, von Doping, Legalität. Da taucht das Wort Verbot mal auf. Also, es wird gar nicht vom All gegangen, dass wir auch Millionen Menschen haben, also ein Großteil der Leute, die da auch betroffen sind, weil sie illegale Drogen nehmen. Aber oben war recht hält, denkt man es, kümmert sich lieber um die armen Süchtigen, besucht mal eine Drogenberatungsstelle, findet das auch alles ganz toll, wie sich darum kümmert. Und dann endet auch die Reichen eingeschränkt, der Horizont, bis mal auch bei anderen Drogen sich durchzusetzen, wie beim Thema Glücksspiel, die eigene Leute hat es ja auch nicht. Und ansonsten, wer beide Leute sich schön selbst. Und Phase dann irgendwas davon, dass hier die Prävention im Mittelpunkt steht. Auch ihre Parteikollegen sagen, ja, das ist doch schön zu sehen, dass die Prävention ein tragende Säule unserer Drogenpolitik ist. Aber dann frage ich mich, wie kann das denn eine tragende Säule sein, wenn drei Viertel aller Gelder, die wir ausgeben im Bereich illegale Drogen, für Repression draufgehen, wenn 200.000 Strafverfahren jedes Jahr eröffnet werden, drei von vier Fällen den Konsum bezogener Delikte. Wenn im gleichen Drogen- und Suchtbericht erwähnt wird, dass wir da ein paar gesetzliche Änderungen machen wollen, um Legal Highs zu bekämpfen, wohin das sich schlicht und ergreifend verbirgt, dass sie einfach Stoffgruppenverbote einführen wollen, um einfach alle Substanzen, die in einer gewissen Stoffgruppe drin sind, ins Betäubungsmittelgesetz aufzunehmen, also keine konkreten Substanzen mehr, sondern pauschal zu sagen, alles, was schädlich so aussieht, wird verboten. Jeder Jurist stellt sich einen Nackenhaare, weil das gegen das Bestimmtheitsverbot verstößt. Das Bestimmtheitsverbot strafrechtlich sagt, es muss ganz klar beschrieben sein in diesem Land, was ist strafbar und was nicht. Wenn ich einfach mal pauschal 1000 Substanzen da einfach mal runterpacke, ohne jemals zu wissen, ob die überhaupt gefährlich sind oder nicht, da steht dann so im Gegensatz. Also zu behaupten, dass die Prävention eine große Säule der Drogenpolitik sei, obwohl sie nur auf ein Fünftel des Geldes bekommen, ist und bleibt die größte Lüge der deutschen Drogenpolitik. So, jetzt kommt noch eine Folie, danach mache ich auch kurz eine kurze Pause und dann kannst du noch deine Fragen anstellen. Noch kurz, drei letzte Überschriften unter der Rubrik unbeabsichtigte Nebenwirkungen. Milzbrandfälle, Heroinkonsumenten in NRW, das war schon drei, vier Jahre her. Gerade heute aktuell habe ich vom Robert-Koch-Institut wieder eine E-Mail bekommen, Milzbrandfall in Bayern gemeldet, weil es auch solche Heroinkonsumenten wurde. Also wir billigen Leuten abhängig hinzu, ein Pulver zu konsumieren. Mit Milzbranderregern, dass wenn man das an irgendeinem Spielplatz finden würde, in der Polizei oder in der nächsten Zeit spielen würde, dass wir einen Biowaffenanschlag in Deutschland erlebt haben. Wir haben die größte Bleivergiftungswelle seit Ende des Zweiten Weltkriegs in Leipzig gehabt.
weil jemand da Cannabis mit gestreckt hat. Wir haben regelmäßig Leute, denen Organe, also zum Beispiel die Ohrläppchen abfaulen, aufgrund der Not- und Beruhigungsmittel in Kokain. Das alles sind Wirkungen des Verbotes der Drogen, nicht der Drogen selbst. Deine Frage. Zum Thema Präventionspolitik, wie reagieren diese Politikerinnen und Politiker dann auf die Ansagen, dass sich jetzt Jugendliche anfangen, alkoholgedrängte OBs in den Hintern zu schieben oder, weiß ich nicht, in die Augen zu dröppeln, weil es dann schneller vom Körper aufgenommen wird? Ja, da werden sie natürlich ankündigen, genauso wie bei den Lügen heißt, dass sie ganz, ganz doll für Prävention machen werden, das ist die Drogenbeauftragte, parallel zu den Substanzgruppenverboten angekündigt hat, auch gesagt, wir werden da ganz viel Prävention machen und dann passiert nichts. So, wenn zu dem bisher keine Fragen sind, komme ich zum nächsten Punkt. Trinke ich noch einen Schluck. Kommen wir zur Frage. Also, wenn diese Drogenpolitik, also derart in Schäden anrichtet, stellt sich ja die Frage, warum haben wir diese Politik noch? Warum ändert niemand was? Warum bleibt alles, wie es ist? Da kann man jetzt viele Theorien haben. Prinzipiell habe ich auch keine endgültige Erklärung in diesem Gesamtfragenkomplex. Also warum wurden Drogen verboten? Warum blieben Drogen verboten? Warum sind sie Drogen verboten? Und warum werden sie auch in der Zukunft und werden dann verboten bleiben? Eine der einfachsten Erklärungen, weil man sich beschäftigen sollte, ist, was passiert? Die Polizei ist fleißig damit beschäftigt, zu tun, was sie soll. Gesetzesbrecher zu jagen. Und die Therapeuten, was machen die? Die kümmern sich um Leute, die therapiebedürftig sind. Laut ihrer Definition, wenn die therapiebedürftig wäre, dann wären die Therapeuten ja für sich. Und die Pharmaindustrie kommt auch noch angelaufen und sagt, guck mal hier, ich habe auch eine Lösung zum Drogenproblem. Und die Ärzte sagen, boah, dann verschreiben wir das doch mal. Die Apotheker sagen, wunderbar, dann verkaufen wir euch das Zeug doch. Und dann haben wir ganz viele Experten, die untersuchen Drogen und finden dann noch mehr weitere Gefahren. Zum Beispiel, dass bei Kiffern das Hodenkrebsrisiko irgendwie 10% höher als das bei anderen Leuten. Das Hodenkrebs schlicht und ergreifend gerade den jungen Konsumenten, was die Hauptkonsumentengruppe abspielt, immer insgesamt überhaupt gar keine Rolle spielt, was die Sterblichkeit angeht. Ist egal, aber er hat da was gefunden. Und dann kümmert sich die Politik auch wieder ganz, ganz doll insbesondere um die Jugend. Weil wir wollen ja Jugendschutz betreiben, wir wollen ja die Kinder schützen. Aber verdammt doch mal, das Betäubungsmittelgesetz ist kein Jugendschutzgesetz. Wenn wir sagen, okay, was weiß ich, Jugendliche sollten nicht ins Solarium gehen, weil sie vielleicht noch nicht mündig genug sind. Wenn die Gesellschaft meint, das heißt, dann schreiben wir das in ein Jugendschutzgesetz, weil wir verpflichten Leute, die 18 oder jünger sind, ins Solarium zu gehen. In dem Fall wollen wir Kinder schützen, indem wir die gesamte Bevölkerung und sonst einen Knast sperren, wenn sie diese Drogen konsumieren. Das soll dann der Schutz der Kinder sein. Und die Medien schreiben fleißig drüber und katalysieren den ganzen Prozess dauernd. Was ich damit sagen will, ist, die Drogenpolitik ist, wie sie ist, weil sie so ist, weil sich die Leute eingerichtet haben damit, weil viele Leute einfach mit diesem System arbeiten. Und wenn irgendjemand mal den Finger hebt und sagt, Mensch, was denn da was ändert, muss er sich auf eine Sache eingestehen. Und zwar eine Lebenslüge. Da muss der Polizist sagen, verdammt doch mal, ich habe früher Leute in die Scheiße geritten, ich habe Leute bestraft, obwohl es überhaupt keinen Sinn macht. Dafür gibt es nur sehr wenige. Es gibt ein paar Polizisten, die das ganz klar und offen und frei sagen. Beispielsweise Frank Tempel, der drogenpolitische Sprecher der Linksfraktion. Kann ich nur empfehlen, ihr seht das von ihm auch auf YouTube. Er erzählt seine Geschichte, wie er rausgefahren war, wie er eben Leute hochgenommen hat wegen einem Joint. Die dann halt schlicht und greifend die Woche drauf eigentlich ihr Bewerbungsgespräch bei der Polizei hatten und das schlicht und greifend knicken konnten. Er kann erzählen davon, wie er es geschafft hat, möglichst viele Cannabis-Dealer in den Glas zu bringen und auf den Verkehr zu ziehen. Mit dem Effekt, dass sie dann bei abgehörten Telefonaten gemerkt haben, dass die Leute dann auf Bristol umgestiegen sind, dass die halt ihre Drogenbank dann verfügbar war. Das sind alles die Effekte, die er dann für den Fahrer erlebt hat. Er ist einer derjenigen, der das auch klar gesagt hat. Zu diesem Drogenpolitikproblem, nochmal ein Beispiel. Man muss dieses Drogenpolitikproblem mal verstanden haben, um zu merken, woran es denn auch hängt. Wir haben dann so Leute wie Frau Eichhorn. Frau Eichhorn erzählt uns dann was, dass der Cannabis jetzt eine Einstiegsdroge sei, dass das ja jetzt endlich
tatsächlich auch wissenschaftlich erwiesen sein. Bevor sie das entwickelt, weil jetzt hat das entwickelt, das ist Zeit. Und die Zeit ist ja, tut sich immer so ein bisschen liberal, vor dem Scheuen, an die Nadel, das Cannabis, eine Einstiegsdroge, das schien das Anlächeln haben, ne? Weil wir sind ja so liberal, wir haben ja auch nicht mehr dran geklaut. Jetzt bekommt diese These aber massive Unterstützung aus der Forschung. Hintergrund war ein Artikel, dass sie Ratten genommen haben, die in einem Cannabis-ähnlichen Wirkstoff in ihrer Jugend gespritzt haben, über mehrere Tage hinaus. Sie dann, als sie erwachsen waren, die ihnen Opiate angeboten haben. Und die Ratten, die mit THC gespritzt wurden, haben sich auf dem höheren Heroin-Level eingependelt, dass die Ratten, die kein THC gegen die Substanz gespritzt bekommen haben. Daraus haben wir Schlussfolger, Cannabis ist ein Einstiegsdroge. Dass die meisten Cannabis-Konsumenten der ganzen Leben, die Kontakt mit Opiaten haben, leider vergessen wäre, Logik. Weiß nicht, es geht noch weiter. Jetzt kann man ja mal ein bisschen schauen, wer sich dazu geäußert hat. Nehmen wir mal eine seriöse Quelle, die behauptet, Cannabis ist keine Einstiegsdroge. Das BKA 1993. Anders von der Bühnenbildung sind jedoch nicht nur Forschungsdefizite, sondern auch das Ignorieren vorhandener Forschungsergebnisse bei der eigenen Meinungsbildung. Ein gutes Beispiel hierfür bietet die sogenannte Einstiegsdroge. Naja, ich sage mal, mehr haschisch, es hat Einstiegsdroge, weil die meisten Leute bei der Heroinabhängigkeit vorher Cannabis konsumiert hätten. Aber das BKA sagt 1993 ein Umkehrschluss der Gestalt, dass jeder Haschischraucher automatisch zum Heroin ist daraus nicht zu ziehen. Hat das BKA 1993 schon gesagt. Also sicherlich nicht der Haufen, der damals unter Helmut Kohl das nationale Rauschgiftbekämpfungsplan erarbeitet wurde, um die gerade Ort der Liberalisierung und Freiheit. Das könnte man das aktuell nehmen. Man könnte dann noch das Bundesverfassungsgericht zitieren. Man könnte den Herrn Kleiber zitieren. Herr Kleiber hat 1904 eine Studie abgeliefert im Auftrag von Herrn Seehofer, CSU. Nicht unbedingt gerade ein Rastafari, der seinen Urlaub gegen das Jamaika verbringt, sondern eher ganz in einem Katakanis Gegner. Dessen Studie selbst hat gesagt, die Annahme, Cannabis sei die typische Einstiegsdroge für den Gebrauch harter Drogen wie Heroin, ist dann im heutigen wissenschaftlichen Erkenntnisstand nicht haltbar. Also 1993, 1994, 1998, alle sagen, das ist es nicht. Kollege Reubart, und die Sache dann noch mal ein bisschen in den politischen Kontext stellen und erzählt. Die Einstiegsthese wird gerne im politischen Raum vorgetragen, um die Gefährlichkeit von Cannabisprodukten nachvollziehbar zu machen. Und dies gilt, obwohl seit erst 30 Jahren dies die Fachwelt kritisiert und von Fachleuten eigentlich akzeptiert unbestätigt zurückgewiesen wird. Sollte man denken, und dann ist halt die Bevölkerung, diese drei Viertel, die sagen, stehen der Cannabis-Legalisierung ab, weil Cannabis eine Einstiegsdroge ist, die sind halt vielleicht noch nicht informiert. Schauen wir doch mal, was ist, wenn wir mal im Bundestag sind und eine Anhörung stattfindet. Dann kommt der Sachverständige der CDU, Dr. Thomasius, ein ganz spezieller Freund. Er sagt in seiner Stellungnahme, im Antrag wird behauptet, dass die Hypothese Cannabis sei eine Einstiegsdroge sich als haltlos herausgestellt habe. Dies ist aber nicht der Fall. Und er führt eine riesige Liste an Korrelationen auf. Eine Korrelation zwischen Cannabiskonsum und Konsum anderer Drogen. Naja gut, die Korrelation hatten wir. Gerade hat das BKA ja schon erwähnt. Natürlich haben relativ viele Leute, die Heroin konsumiert, vorher Cannabis konsumiert. Das sagt aber nicht so über den Cannabiskonsumenten aus. Staatsanwalt Patzak. Natürlich ist die Einstiegsdrogenthese widerlegt. Nicht jeder, der Cannabis konsumiert, landet in der härteren Drogen. Aber in seinen fast 9000 Ermittlungsverfahren, als Staatsanwalt hat gezeigt, dass jeder mit einer Heroin-Kokain-Problematik hat vorher Cannabis konsumiert. Damit auch mit Stadt jemand, der mit unseren Steuergeldern finanziert wird, wird es einfach wieder so ein bisschen die Zweifel sehen und wieder so tun, als ob es der Doppelsache angeht. Und das ist die Sachverständigung, die im Deutschen Bundestag von der CDU geladen werden. Also, obwohl ich diese Anhörung immer sehr spannend finde, das sind die Leute, die man kurz gehört hat, und das ist schlicht und ergreifend unseriös. Weil natürlich gibt es Zweifel an vielen, vielen möglichen Stellen im Bereich der Drogen. Aber wenn der wissenschaftliche Stand an der objektiv zusammengefassten wissenschaftlichen Kenntnisstand von 1993, vom Bundesverfassungsgericht, von der CSU, genau vergebenen Studie ist, es ist nicht so.
Aber man findet natürlich noch einen Experten, der das Gegenteil behauptet. Aber es ist nicht seriös, auf der Grundlage von solchen Aussagen gegen die Politik zu machen. Gut, Thomasius hat auch seine Eingangssätze waren, dass der Cannabis abhängig machen würde, ähnlich wie Alkohol und Opiate. Ich frage mich schon ein bisschen, in was für einer grausamen Welt Dr. Thomasius lebt, wo jeder Kiffer, wenn er eine Woche einen Kondom bekommen hat, muss den Krämpfe oder Brechen bekommen, wie bei den Heroinen zu, oder wie bei Alkoholikern, ein Delirium entwickelt, das wird ein Film auf einem Tisch enden. Also so zu tun, dass man bei der Cannabis-Abhängigkeit, wenn wir sie vorlegen, das Ende gegen die Alkoholabhängigkeit ist grob fahrend. Ich könnte doch sehr, sehr viel über diese ganzen Zahlen, die in meinem Raum gestellt werden, berichten, also auch über diese Beratungszahlen. Die sind auch mit großer Vorsicht zu genießen. Beispielsweise ist bei einem Drittel der Leute, die in der Statistik auftauchen, dass sie bei der Drogenberatung waren, wegen Cannabis, die haben ein Drittel davon, hat auch ein Problem mit Drogen wie Heroin, mit Kokain und Alkohol. Aber natürlich gibt es nur ein Feld für die Hauptdiagnose, da wird eben Cannabis angekreuzt, obwohl ich sagen würde, wenn ihr ein Heroinproblem noch zusätzlich habt, wird es das in der Regel eigentlich ein Hauptproblem sein. So viel zum Stand der Drogenpolitik und warum wir ein Drogenpolitikproblem haben. Ich wurde, also ich, die Veranstaltung, die geplant wurde, auch gebeten, noch mal ein paar Worte zu einem anderen Aspekt zu verlieren. Und zwar zur Frage, wie sieht es überhaupt mit der Fragestellung aus? Habe ich ein Recht, meinem Körper in den Substanzen gut zuzuführen? Warum mache ich das? Warum nehme ich Drogen? Und gibt es da noch andere kritische Aspekte, die in der Allgemeindebatte nicht so die Rolle spielen? Deswegen dieses kurze Intervention. Weil die Frage, was kommt denn nach einer Legalisierung? Was kommt denn, wenn wir jetzt mal die ganzen Negativszenarien, die ich halte, also bezüglich den Schäden von Drogen, mal ausblenden? Bekommen wir denn, könnte es denn auch noch andere negative Entwicklungen geben? Bekommen wir irgendwann die schöne neue Drogenwelt? Bekommen wir dann irgendwann das, was Brave New World beschrieben wurde, was im Ich beliebt mir auch ein sehr großartiger Film, wo die Leute Pillen nehmen, damit die Gefühle abgeschaltet werden, weil Gefühle ja zu Kriegen und Aggressionen führt, könnte uns das blühen. Auch dazu sollte man sich heute schon ein paar Gedanken machen, weil was durchaus ein Szenario ist, was immer wieder auch diskutiert wurde, ist die Frage höher, stärker, schneller, weiter. Also von Pastor Richard, Dank Bayer und Co. Was ist denn mit der Funktion von Drogen in einer Leistungsgesellschaft? Nehmen Leute Drogen auch mehrere Leistungen zu steigern? Natürlich tun sie das. Enhancement wird das dann genannt. Also der gezielte Einsatz zur Verbesserung geistiger und körperlicher Fähigkeiten sowie psychischer Befindlichkeiten bei gesunden Menschen. Also wenn gesunde Menschen Substanzen nehmen, um leistungsfähiger zu sein. Das einfachste Beispiel dafür ist im Zweifel unser Kaffeekonsum. Auch da ist die Ironie der Geschichte, dass ein nicht kleiner Teil des Kaffeekonsums eigentlich nicht dazu da ist, die Leute wach, aktiv und leistungsfähig zu halten, sondern die erste Tasse Kaffee ist in der Regel da, die Entzugserscheinungen zu lindern. Das sind sich die meisten Leute auch nicht bewusst, aber jeder regelmäßige Kaffeekonsument ist körperlich abhängig, was man zum Beispiel dann gelegentlich am Wochenende merkt, wenn man dann nicht sein Büro Kaffee trinkt und dann irgendwie Samstag, Sonntag aufwacht, mit grippeähnlichen Symptomen. Das liegt nicht daran, weil man die Woche so geschafft hat und der Körper dann die Gelegenheit hat, mal ein bisschen krank zu sein. Nein, das ist krank, das ist Koffein dazu. Dass diese ganze Doping-Geschichte eine Rolle spielt, hat beispielsweise die Deutsche Gesellschaft für Suchtmedizin vor zwei Jahren auf einem Symposium diskutiert. Da hat Günther Ahmed, der auch schon eine ganze Menge dazu geschrieben hat, auch mal schöne Beispiele genannt. Beispielsweise war es beschreibt bei letzten Fußball-WM zu sehen, dass zwischen den Zeiten da immer mal irgendwie erlebt wurde, dass Leute fit gespritzt wurden. Was heißt denn das? Das heißt, sie wurden mit nicht auf der Dopingliste stehenden Medikamenten so weit vollgepumpt, dass sie wieder spielen konnten. Der Begriff des Dopings ist inzwischen auch schon fast trivialisiert worden. Doping für das Rad, ein tolles Shampoo. Andere Werte für Schmerzmittel. Jede Minute mit Schmerzen ist eine verlorene Minute.
steckt denn da für eine Aussage drin? Da steckt die Aussage drin, nein, überlege nicht, wo dein Kopfschmerz beispielsweise herkommt. Leg dich nicht mal ein bisschen hin, schon dich mal ein bisschen. Nein, wirf eine Pille ein, arbeite weiter. Gerade dieser exorbitante Zunahme von Tablettenkonsum in jeglicher Form hat auch erst dafür gesorgt, dass zum Beispiel Jugendliche als Ecstasy-Co aufkamen. Da hat er kein Problem damit, hat einen Willen zu nehmen. Es ist inzwischen vollkommen normal, sich irgendwelche Tabletten reinzuschmeißen. Und dann muss man sich auch fragen, schmeißen wir Pillen, sie die Synapsen japsen, damit wir die Leistungsfähigkeit unserer eigenen Ich-Ergebnisse erhöhen? Ja, das müssen wir. Und eins können wir uns auch ganz sicher sein. In unterschiedlichen Zeitungsbeiträgen zum Thema wird dann immer, ja, wir finden das ja nicht so toll. Also sozusagen Kanäle jeglichen Perspektiven, das ist ja nicht so begrüßenswert. Machen wir uns doch keine Illusion. Das wird doch nicht die Ethik entscheiden, ob die Leute noch mehr Pillen nehmen, wenn noch mehr auf den Markt kommen. Das wird die Ökonomie entscheiden. Wenn ich Pillen nehmen kann und dann meinen Arbeitsalltag schon mal besser bewältige, wenn ich mich damit morgens einschalten kann und abends abschalten kann oder am Wochenende auf Feiermodus schalten kann, weil diese Welt einfach inzwischen sich so weit von meinen natürlichen Bedürfnissen entfernt hat, dass ich zusätzliche Mittel brauche, um daheim zu passen, dann werden es die Leute machen. Es gab da noch ein paar Studien dazu. Es gab eine Untersuchung, also eine Befragung bei Nature, für ein Wissenschaftsmagazin der Welt. Da haben 20% der Leser angegeben, klar, wir nehmen Mittelchen, wir nehmen Ritalin, was eigentlich für Aufmerksamkeitsdefizitsyndrom da ist. Wir nehmen das als Aufmerksamkeitsmittel, das ist im Prinzip wie Speednehmen, nur dass ich es vom Apotheker bekomme. Ich nehme Modafinil, das ist so ein bisschen das Koffein Plus. Oder Propanolol. Sorgt dafür, dass man noch ein bisschen Lust hat am Lernen. Wobei man bei den ganzen Zahlen ein bisschen vorsichtig sein muss. Natürlich gibt es diese Substanzen, aber erstens, ein Großteil dieser Substanzen geht nicht signifikant über die Wirksamkeit von Koffein und Amphetamin hinaus. Die meisten Untersuchungen, die es jetzt mal wieder gibt, die durch Kletterleitungen, sind entweder bei ganz wenigen Leuten durchgeführt worden oder Laborbedingungen, was dann auch zweifelhaft ist, ob das dann der freien Wildbahn, wo man ja viele Fähigkeiten braucht und nicht nur einen einzelnen wirklich einen positiven Effekt hat, oder es wurde bei Leuten eingesetzt, die auch wirklich ein Defizit haben. Also wir dürfen immer Leute schmeißen mit irgendwelche Antidemenzmittel ein, die helfen ein bisschen bei Leuten, die wirklich eine Demenzerkrankung haben. Bei Leuten, die das nicht haben, ist eigentlich keine Wirkung nachweisbar. Es wird natürlich auch ein bisschen popularisiert und dann durch ein Netterleit gejagt, eine Studie der DRK, wo überschrieben mit 100.000 Dopen sich für den Job. Jeder Fünfte ist für Doping am anderen Platz. Patz, wir sind voll gut drauf. Da muss man dann auch wieder ein bisschen relativieren. Deswegen mal, weil diese DRK-Studie relativ häufig erwähnt wird, mal ein bisschen Blick hinter die Zahlen. Bei der Studie wurden 3.000 Leute befragt, die Arbeitsleben sind, 20 und 50, 17% haben dann mal angegeben, dass sie mal ein Medikament konsumiert haben, die ihre Leistungsfähigkeit gesteigert. Das klingt jetzt erstmal viel. Wenn man sich die Studie mal im Detail anschaut, mal das 17%, die, wer von diesen 17%? Egal. Ohne medizinische Notwendigkeit waren es nur 5%. Und wirklich klassisches Gehirndoping blieb da nur noch 1% übrig. Alle anderen haben dann zum Beispiel irgendwelches Johanniskraut genommen, was hochdosiert langfristig eingesetzt dagegen Depressionen hilft, aber von manchen Leuten einfach so mal eingenommen wird, weil sie denken, das bringt ihnen irgendwas. Man gibt es ja den Progabrima, die noch eine Packung und Johanniskraut. Ist leider auch ziemlich bedauerlich, wie das eingesetzt wird, weil die Leute von A vergessen, also A meistens nicht wissen, dass man das über mehrere Wochen in der Mindestdosis nehmen muss, damit es überhaupt eine Wirkung zeigen kann. Und selbst die Leute, die das nehmen und gar nicht davon profitieren, haben auch zusätzlich den Nachteil, dass das Zeug auch Nebenwirkungen hat und auch die Verstoffwechselung von einigen Medikamenten beeinflusst, zum Beispiel hormonellen Verhütungsmittel, so Pille genannt. Und dann anfangen Leute schwanger zu werden, positive Pille nehmen, weil das hat das Schirm ausgeschaltet. Summa summarum, 1% der Leute haben wirklich ohne eine medizinische Notwendigkeit auch häufiger mal was genommen oder halt auch wirklich eine Substanz konsumiert, die wirklich auch rezeptpflichtig ist. Und nicht einfach nur ein bisschen Koffein, Johanniskraut,
Ginkgo-Präparate werden jeder Apotheke massenweise angepriesen zur Verbesserung des Gedächtnisses. Leute, das hilft nur, wenn man wirklich eine Demenzerkrankung hat, dann kann das helfen. Der normale Student, der sich das dann auch kauft im Reinfall, profitiert davon nicht. Also 1% in den USA Umfragen kommt man bei 1,7% raus. Also ein Massenphänomen ist es noch nicht, wie es überschrieben suggeriert haben, aber es ist ein Phänomen, das es gibt, das häufiger werden wird. Was bei den ganzen Sachen nicht abgeschlagen wurde, ist zum Beispiel die Frage nach verschreibungspflichtigen Medikamenten mit einer realen oder scheinbaren medizinischen Indikation. Und wenn man sich dann anschaut, dass ein zweistelliger Prozentsatz der US-Amerikaner zu Prozac schmeißt, das heißt depressiver, ist entweder das Leben in den USA ziemlich deprimierend oder hier wird auch ein ganz, ganz massiver Medikamentenmissbrauch betrieben. Und man sollte auch nicht unterschätzen, dass also auch diese Substanzen, obwohl sie eigentlich also depressiver sind, wirken auch natürlich bei gesunden Menschen in gewissen Umfang. Teilweise hat auch eher Sachen, die man sonst als Nebenwirkung eher bezeichnet, nur damit die Leute eher ein bisschen abschrumpfen. Die ethischen, rechtlichen und sozialen Fragen, die sich daraus ergeben, sind beispielsweise: Sind wir denn frei, als Arbeitnehmer zu konsumieren, was wir wollen? Oder haben wir, wenn der Chef sagt, das muss gemacht werden, ist da nicht auch indirekt die Aufforderung dabei, dann schütte ich noch eine Kanne Kaffee oder wenn mehr legal wäre, noch mehr hinter die Mitte? Wie nützt denn eigentlich diese Entwicklung? Wir werden ein bisschen marktkonformer durch viele, viele Pillen. Wir profitieren, glaube ich, nicht so davon. Bringt es mehr oder weniger Gleichheit? Das ist auch eine spannende Frage. Sollten Leute, die irgendwo Defizite haben, die jetzt nicht so oder klassische medizinische Indikationen fallen, sollte jetzt jemand, der richtig ganz so schnell im Kopf ist, dann irgendwie Ritalin verschrieben bekommt, damit Chancengleichheit existiert? Wer kontrolliert das Ganze? Ist das Ganze denn überhaupt noch fair? Das ist auch immer eine schöne Frage, wenn man allgemein das Thema Doping diskutiert. Ist das fair? Derzeit Sportdoping gewinnt nicht der am besten ist, sondern der die technischen Möglichkeiten hat, sich so zu dopen, dass es nicht nachweisbar ist. Und natürlich die Frage, wie man das Ganze rechtlich regulieren kann. Was man auf jeden Fall sagen kann, ist zum einen die innere Legalisierung, also die Bereitschaft, Pillen zu nehmen, um irgendwie sein Bewusstsein so hinzufügen, dass es passt, hat längst stattgefunden. Gut damit hat auch gesagt, das eine soll uns auch klar sein, wenn gesunde Menschen massenweise anfangen, Medikamente zu nehmen, die eigentlich für krank sind, dann muss die Gesellschaft auch ein bisschen krank sein. Last but not least, Verbote und Prohibition sind nicht das, was weiterhilft, deswegen reguliert die Pharmaindustrie. Ich hätte jetzt noch 10 Seiten vor mir, 10 Folien, sollen wir jetzt eine Pause machen oder soll ich die Sachen durchziehen, nur weil die gerade schon erst Leute ihre Zigaretten geraucht haben. Weiter? Gut. Wenn die auch was sagen, dann können wir noch ein bisschen weitermachen. Was auch Bestandteil des Vortrags sein sollte, waren Punkte, die mit Drogen leben und die Nachwirkungen und das eigentlich mit der Drogenmarktregulierung. Das kann ich relativ kurz abhandeln, denn erstens mit Drogen leben, klar, warum nicht? Natürlich ist es möglich. Die klassische Theorie sagt, also das, was heutzutage als positiv repressive Kontrollpolitik zu bezeichnen ist, in der Welt gibt es nicht. In der Welt sagen die Leute entweder, du bist abstinent oder du bist abhängig. Insbesondere Abhängigkeit als etwas, was therapiebedürftig ist, denn nicht vergessen, Therapeuten sind dafür da, sogar niemanden zu therapieren. Wenn die Leute für therapiebedürftig werden, werden die Therapeuten überflüssig. Das ist die binäre Welt, die in vielen Broschüren, die Stellungnahmen, die müssen sonst auf dem Bericht stecken. Da stand der nationale Rauschmittelbekämpfungsplan von Kohl drin. Da war die Abstinenz von illegalen Drogen als oberstes Ziel genannt. Da steht heute noch im Aktionsplan Drogensucht, was unter Rot-Grün verabschiedet wurde. Ein bisschen netter, sozialpädagogisch verpackt. Die Message bleibt die gleiche. Jegliche Art von differenzierter Message, sowas wie Don't drink and drive, kein Alkohol in der Schwangerschaft. So etwas gibt es bei illegalen Drogen. Bei illegalen Drogen ist die oberste Prämisse vollkommen Abstinenz. Weil alles, was in Abstinenz ist, ist schädlich, ist Abhängigkeit. Praxis zeigt natürlich,
kontrollierter Konsum ist möglich. Der Großteil der Konsumenten aller Drogen in der Drogen kontrolliert, das heißt im Wesentlichen regelgeschützt und nicht im Blick ihrer persönlichen Ziele. Der hilfreichste Fall, bei Heroin und Kokain, selbst dann gibt es einen kontrollierten Konsum. Wer also mehr wissen möchte, empfehle ich dieses mit dem freizügigen Paper, kontrollierter Konsum von Heroin und Kokain, kontrollierter Gebrauch von Heroin und Kokain. Das da oben ist im Prinzip auch mal eine Analyse. Warum ist denn so etwas für uns unvorstellbar? Warum würde jeder denn auf dem Bauch raus sagen, na klar, mit Cannabis kann man vielleicht doch vernünftig umgehen, mit Alkohol auch? Was weiß ich, LSD, Zauberpilze, Speed kann man sich mal vorstellen, aber mit Kokain geht das wirklich? Naja, man sollte nicht vergessen, woher haben wir denn unser Wissen über Drogen? Woher haben denn Forscher ihr Wissen über Drogen? Wir haben unser Wissen aus den Medien. Bericht in Medien über jemanden, der einfach in Ruhe zu Hause sitzt und seine illegale Drogen konsumiert? Die Berichte mit den Leuten, wo es schiefgegangen ist, die auffällig waren, die Unfälle leiden und im Zweifelsfall, das ist immer wieder spannend, wenn man so Sachen danach recherchiert, landen da auch plötzlich Leute in der Statistik, auch selbst der Drogenkundenstatistik, wo danach was man weiß, die haben gar keinen Drogen konsumiert, die haben die Drogen dabei gefunden, also was salopp ausgesprochen kann, das passiert in diesem Land. Dass man auf der Bananenschale ausrutscht, das Fenster fällt und Tasche in der Torhose hatte, ist man Cannabis-Drogen. Cannabis-Drogen sind die beiden auch ganz groß drin. Im Schliersee hat sich einer ertränkt. Die Polizei hat herausgefunden, der hat Schulden und er war Cannabis-Konsument. Deswegen hat sie die Meldung abgegeben, dass er ein Cannabis-Toter, denn weil er so viel kifft, hat er so viel Schulden, er muss sich dann auslegen, deswegen hat er sich ertränkt. Das wurde dann zum Cannabis-Toter erklärt. Jemand, der wegen der Cannabis-Delikten im Knast saß und er sich erhängt hat, taucht in der Statistik dann das Cannabis-Toter auf. Also da muss man immer mal nachschauen, was da eigentlich erfasst wird, das ist halt das schon ein bisschen fragwürdig. Geist wird auch immer mal wieder in Einzelfällen durch die Medien. Ganz praktisch gesehen ist es auch einfach so gut wie unmöglich, sich mit Cannabis tödlich überzudosieren, weil das Zeug wirkt einfach nicht, eben was das Atemsystem angeht, was das Kreislaufsystem, was die lebenswichtigen Funktionen angeht. Und wenn da in meinem Atemzentrum nur Opiat-Rezeptoren sind, aber keine Cannabinoid-Rezeptoren, dann kann ich so viel Cannabis nicht reinschauen, wie ich will. Das interessiert mein Atemzentrum halt einfach nicht. Und wir haben die Wahrnehmungslücke. Weil auch die Forscher und die Politiker, für wen interessiert sich denn die Politik? Die Politik sagt, liebe Forscher, kümmert euch darum, die Leute, die Probleme haben. Selbst wenn die Forscher sagen, naja gut, wir gucken mal, was wir wieder so finden. Wo finden denn die Forscher die Leute? Im Gefängnis, in Drogenberatung, später am Bahnhof. Dass das ein repräsentativer Querschnitt auch bei der Ernährung von Kokain-Konsumenten ist, sollte klar sein. Deswegen ist es unglaublich schwierig, diese Leute überhaupt zu finden, weil wenn jemand unauffällig Heroin, Kokain konsumiert und keine Probleme damit hat, na, wie sollen die denn dann finden? Auch wird er sich nicht. Da selbst die wenigen Leute, die ich kenne, die das konsumieren, wird dann regelmäßig. Die würden ja keines Konsum vermutlich jederzeit offen zugehen. Über so Sachen wird er ganz schön geschwiegen, weil das doch ziemlich stigmatisiert ist. Allerdings, ich empfehle diesen Übersichtsartikel, der gibt so eine grobe Abschätzung darüber, wie viele Leute das hinbekommen. Also, so viel zur Frage, Leben mit Drogen, das ist möglich. Und wenn jemand ein Problem hat, Drogenhilfe kann helfen, verdammt cool, wenn es außerhalb des repressiven Rahmens stattfindet. Zur Frage der Drogenlegalisierung, dann ökonomisch gesehen, könnte ich lange Vorträge, habe ich da relativ viel Zeit drauf verschwendet. Das ist eigentlich überflüssig. Wenn man mal akzeptiert, dass die derzeit illegalisierten Drogen auch nur Substanzen wie Alkohol und Tabak sind, dann wird ein jeder Ökonom sagen, dass natürlich ein freier Markt, also einer, der nicht mit Verboten, Verbotsschutz reglementiert wird, wenn dann in diesem Markt integriert, dann ist das halt ein Markt für Alkohol und Tabak. Da kann man darüber diskutieren, wie viel Markt man haben möchte, da ist es ein bisschen spannend, aber das prinzipiell, wie ich den Cannabishandel aufbauen kann, genauso wie Alkoholhandel, und das, wenn Studien, objektivierte Studien, von der wir dann sagen, dass selbst Heroin nicht gefährlicher ist als Alkohol, insbesondere gerade Heroin unter legalisierten Bedingungen, dann gibt es auch keinen Grund, warum man nicht Heroin genauso wie Schnaps irgendwo verkaufen kann. Natürlich wird es weiterhin Probleme geben, vollkommen umstritten, vielleicht werden diese auch öffentlicher. Aber unterm Strich
haben wir eine ganze Länge, können wir uns auch eine ganze Länge bewegen. Jetzt noch eine ganz letzte Ausführung zur Fragestellung, wie könnte man den Markt kosten? Es gibt ja durchaus ein bisschen Angst vor der Walmartisierung des Haschisch-Handels. Also der Punkt ist, wenn wir einen Markt hätten, analog zum Alkohol und Tabak, dem Kommerz, Werbung, Firmen, die darum kämpfen, ihren Marktanteil zu versteigern, Lobbyisten, die versuchen, Gesetze aufzuweichen, das könnte ein Problem werden. Also, ich nenne die Leute dann immer so die Supermarktfraktion, die das befürworten. Eins habe ich auch noch klar, selbst so ein Markt, selbst ein relativ freier Markt, wie wir ihn heute für Alkohol und Tabak haben, dann werden wir den für Heroin und Kokain halten. Hätten wir unterm Strich vermutlich weniger Probleme als mit dem illegalen Markt. Also, ich glaube, jede Legalisierung ist besser als die Verbotspolitik. Aber, wenn man uns die Frage stellt, und das war auch wieder ein Anliegen, was diesen Vortrag angeht, wie könnte das denn noch aussehen? Gibt es denn vielleicht einen dritten Weg der Drogenökonomie? Erstmal zum zweiten Weg. Also der erste Weg wäre, wir machen einfach Markt, 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 der regelt das schon alles. Was auch so eine komische Ideologie ist, die relativ wenig empirisch dafür dabei ist, dass der Markt sich alles schon selbst regelt. Die zweite Möglichkeit wäre, wir machen es wie Schweden beim Alkohol. Die Schweden haben Alkohol, staatliches Alkoholmonopol, das heißt, der Staat hat da die Läden. Das Problem wiederum daran ist, dass das wiederum zwar eine Lösung ist, die relativ marktfern ist, aber leider auch zu marktfern ist, deswegen die Alkoholläden offiziell legal nur einen Marktanteil von 30% haben, der Rest ist Schmuggel und illegale Herstellung, was außerdem eine Nebenwirkung hat. Allgemein sind alle Ideen ein relativ stark. Also zu sagen, naja gut, wenn ich es nicht für freien Markt überlassen will, dass der Staat da irgendwie wird, dass er sich die Gesundheitsämter das abgeben, dass das staatlich bezahlte Leute sind, fände ich persönlich ganz gut vorstellbar. Also das ist durchaus auch ideal von mir. Aber man muss auch die negativen Seiten sehen, die so ein System mit sich bringen würde. Weil wenn ich marktfern bin und staatsnah, dann habe ich halt diese Ausweichreaktion. Umso mehr Staat ich habe, umso mehr der Markt vom Staat komplett kontrolliert wird, ist das auch eine wunderschöne Spielwiese für Kontrollfanatiker jeglicher Art. Sei es die Leute, die dann anfangen, nur Chipkarten auszugeben, damit genau kontrolliert wird, wie viel Drogen jemand hat und das Alarm schlägt, wenn jemand zu viel Drogen nimmt. Laut der Definition von irgendjemandem. Und was auch ein gewisses Problem ist, die Politik korrumpiert sich natürlich selbst durch die Steuereinnahmen, durch die möglichen. Also das ist auch immer, das sieht man gerade bei der Tabaksteuer, das sind wir. Wenn man sich genau anschaut, ziemlich zynische Debatten. Also offiziell sollen die Leute weniger rauchen und mit ihrer Tabaksteuererhöhung den Kampf gegen den Terror finanzieren. Auf der anderen Seite freut sich der Finanzminister gewaltig, wenn er möglichst viel Geld einnimmt, also wenn die Leute möglichst viel rauchen. Deswegen ist die Frage, ob man eine gewisse Staats- und Marktferne erreichen kann durch Drogenfachgeschäfte, indem man sich als nicht gewinnorientierte Körperschaften des öffentlichen Rechts organisiert, als eine Sache. Und Konsumentengenossenschaften aufmacht, nach dem Vorbild der Cannabis Social Class. Ich meine, diese nicht gewinnorientierten Körperschaften des öffentlichen Rechtes, das ist im Prinzip erstmal eine relativ einfache Sache. Das könnte man im Prinzip so organisieren, wie zum Beispiel heute die Krankenkassen organisiert sind. Die Krankenkassen sind ja Körperschaften des öffentlichen Rechtes, also sie sind weder freie wirtschaftliche Firmen, gesetzliche Krankenversicherungen, noch sind irgendwie wirklich Staatseigen. Und das könnte man über so ein Modell könnte man nachdenken, dass man da jemanden, einen Player hat, der nicht auf dem Markt rumkonkurrieren muss, der dann beispielsweise auch mit den Krankenkassen aushandelt, wie hoch die Besteuerung sein muss, nämlich indem man Indikatoren festlegt, wie viel Drogen Schäden eigentlich, wie viel für Präventionsarbeit und Therapiearbeit wird geleistet, dass man die Steuer daran anpasst. Das wäre ein wunderschönes sich selbst regulierendes System. Und das betrifft allerdings auch nur den Einzelhandel, den ganzen Großhandel und die ganze Produktion. Das ist etwas, was auch schon heute jederzeit privatwirtschaftlich möglich wäre. Also wenn jetzt zum Beispiel Deutschland sagen würde, wir legalisieren jetzt Cannabis und fragen, wo kriegen wir denn das Cannabis her? Ja, das war kein Problem. Auf internationaler Ebene, auf der Ebene von Pharmaunternehmen, sind Drogen ja nicht explizit verboten. Sie sind reglementiert. Also das Betäubungsmittelgesetz ist ja eigentlich ein Verwaltungsgesetz
Und auch die internationalen Verträge drumherum sind ja eigentlich Verwaltungsgesetze, die den interstaatlichen Handel, also Austausch von Drogen regeln. Das sind riesige Listen vom internationalen Suchtstoffkontrollrat, wo genau drinsteht, welches Land wie viel Morphium, wie viel Kodein, wie viel Cannabis verbraucht und ein paar dürfen es halt produzieren. Und dann wird halt in bester planwirtschaftlicher Manier da festgelegt, wer wie viel Drogen bekommt. Das gibt's alles. Also das wäre im Prinzip überhaupt kein Problem. Wenn irgendwo muss das Morphium, das man gegebenenfalls mal vom Arzt verschrieben bekommt oder am Krankenhaus erhält, ja auch herkommen. Der große Vorteil ist, man müsste wenig Angst haben, dass da irgendwelche Konzerne hergehen und auch diesen Großteil komplett monopolisieren, im Gegensatz zum Medikamentenmarkt sind die wesentlichen Substanzen, was heutzutage illegale Drogen sind, mit dem vollkommen patentfrei und billig herzustellen, was auch kleine Mittelstände, Unternehmen, da eine Einstiegschance haben. Statt ganz klar zu reden. Die Cannabis Social Club ist noch eine weitere Idee, die ich zumindest bei der DB haben möchte, weil es auch, da kommen wir jetzt wieder in den Bereich der Realpolitik, eine schöne Umsetzung ist, wie man ein bisschen den Rahmen nehmen kann. Die Idee ist ursprünglich entstanden in Belgien. In Belgien wurde gesagt, naja, eine Pflanze pro Nase ist entkriminalisiert, das ist in Ordnung. Verfolgen und so weiter. Dann haben sich mehrere Menschen zusammengetan und gesagt, na gut, dann sind wir jetzt 20 Leute und dann machen wir doch zusammen Gewächshaus drauf. Mit einer schönen Pflanze, damit das auch alles in Ordnung hat. Die wurden 2000 hochgenommen. Von den obersten Gerichten mal wieder freigesprochen, inzwischen haben sie die zweite oder dritte Ernte angefangen. In Spanien gibt es inzwischen mehrere hunderte davon. Und das Grundprinzip ist schlicht und ergreifend, dass man ein Mitgliedersystem hat, also dass die Leute einfach Mitglied sind, sie ihren persönlichen Anteil an der Ernte erhalten, sei es über eine finanzielle Beteiligung, persönlichen Arbeitseinsatz oder dass man auch sagt, wir nehmen jemanden, der eine gewisse Krankheit hat, auch Ehrenmitglied auf und versorgen kostenlos mit. Das wären auch durchaus Sachen, die auch für andere Substanzen denkbar werden. Zauberpilze, Koka, Schlafmohn und auch durchaus gewisse Konzentrate dieser Substanzen. Also damit meine ich jetzt nicht sofort Kokain und Heroin. Auch die Substanzen kann man auch pharmazeutisch relativ einfach, das kann eigentlich jeder, der eine entsprechende Ausbildung hat, auch einen kleinen Maßstab machen, einfach ein bisschen weiter anreichern. Dann sind das auch gänzlich andere Substanzen. Also man sollte nicht vergessen, also ein bisschen Schlafmohn oder Heroin, kleines Heroin, da liegen halt größere Ordnung dazwischen, was den Wirkstoffgehalt angeht, ähnlich bei Coca. Das ist halt, also das alles in den gleichen Topf zu werfen und gleich zu bewerten, ist halt so seriös wie Zitronen und Strohrum in einen Topf zu werfen. Es ist in beiden Alkohol drin, das Wirkstoff klar, aber die Konzentration macht einen Unterschied und auch die Konsumform macht einen Unterschied. Gerade wenn man zum Beispiel Opium raucht, ist das eine, oder gemeint Rauchen ist eine sehr sichere Konsumform für Drogen, weil der Blick ist relativ schnell, man hat aber nur eine gewisse Portion zu sich genommen und wenn man nicht mehr kann, lässt man es halt einfach weiter zu konsumieren, denn jeglicher intravenöser und normaler Konsum natürlich, wenn man was drin ist, ist drin. Wozu diese Gedanken? Das einmal um auszumalen, dass wir jetzt nicht irgendwie die Normalisierung sponsert bei Bayer und Co. haben müssen, damit wir irgendwann Drogen legalisieren, sondern dass es auch durchaus Möglichkeiten gäbe, das Ganze in einem etwas kleineren, überschaubaren, am Konsumenten nahen Verfahren zu regeln. Warum ist das relevant? Weil wir kommen zurück an die Realpolitik. Denn wenn man sich jetzt anschaut, welche Wege denn irgendwann mal dafür hinführen können, dass wir Cannabis-Fachgeschäfte hätten, also die Cannabis-Legalisierung, dann könnte das entweder von oben kommen, in der Form von Modellversuchen, oder über Apotheken, als erstmal als Medizin, weil die keine Vorgaben, wenn sich jeder Medizin, der Dinge der Krankheit hat, die auf der Liste stehen, also wie Rückenschmerzen, Frauen und Kinder sowieso, weil die haben immer im Monat immer so ein Leid, der kann das auch ganz großartig. Also das ist ein Weg, das könnte man dann die kalifornischen Weg nennen. Oder wir machen Coffeeshops drauf, so wie die Niederlande, was eher so eine Grauzonen-Sache ist. Oder wir machen sogar keine Social Clubs. Und deswegen hat auch die Linke in ihrem Antrag, also Überlegung, was dann der erste Schritt sein könnte, gesagt, legalisiert den Eigenanbau, weil die Leute sich keine Social Clubs zusammenschließen wollen. Das zieht doch, dann sind sie vom Schwarzmarkt weg. Ist doch eine gute Sache. Und deswegen kann man auch heute schon ganz realpolitisch gedacht, sich überlegen, welches der Wege wären, um der Normalisierung schon von vornherein entgegenzuwirken und vielleicht etwas angenehmer, weniger kapitalistisch profitorientierte Lösungen zu finden. Und was nochmal die grundsätzliche Sache angeht,
die Sachen wie Lohnarbeit ungesund mitunter sind, dumm machen, dass die Körper zerstört mit seinem langsamen schmerzhaften Tod führen können. Das betrifft vielleicht nur Akademikerinnen weniger, aber genug Menschen in der Bevölkerung arbeiten auf ihre eigene Substanz. Und man sollte auch nicht vergessen, egal wie man zu Drogen steht, egal welche vielen Wege man gehen möchte, egal welches Argument hier das Wichtigste ist, man sollte nicht vergessen, die Konventionen, die wir heute haben, fügt Ihnen in Ihrem Umfeld einen erheblichen Schaden zu, egal ob Sie Drogen nehmen oder nicht. Das war's. Danke. So, das war jetzt einmal dann schon. Ich hoffe, die Aufmerksamkeit ist bis zum Ende so halbwegs geblieben. Ansonsten kann ich das Wort noch auf keine anderen E-Mail-Adresse hinterlassen und auch gerne zumelden. Meldet euch einfach meine E-Mail-Adresse, findet man zum Beispiel unter www.alternative-drogenpolitik.de oder auf handverband.de. Da schicke ich dann gerne die Präsentation auch zu und das Video sollte es dann im Idealfall auch weiter auf YouTube geben. Insofern, rauf an den Rauch, wenn ihr Fragen habt, wenn ihr was zu sagen habt, und die Kamera.